Es ist so furchtbar in Silent Hill 4 The Room, aber ich muss ja leider durch und es gibt immer noch eine Tür da hinten, die wir noch nicht aufgeschlossen haben. Da gehen wir mal hin. Irgendwann werden wir eines Tages das Telefon finden. Komm. Ach, wieder blutig hier. Schön. Und geil. Ach du Scheiße. Hi. Was ist das hier, was hier... Da ist die Waffe, die Richard verwendet hat. Ich nehme das nicht. Ich will mal... Was? Wo ist er hin? Von hier aus kann ich Eileen Kelvin sehen. Also beobachtet der Typ sie immer. Und er hat uns ja auch... Wir sind ja nebenan. Also wir sehen jetzt mal unser Apartment von der anderen Seite. Das ist sehr, sehr spannend, weil jetzt wissen wir, dass er ja... Er hat ja auch mit dem Finger auf sie gezeigt. So einen auf hier. Pass auf, deine Nachbarin. Aber ist er dann halt böse? Also er hat ja da rumgelungert bei ihr. Vielleicht will er sie aber auch nur helfen oder sie retten? Ich bin ziemlich sicher, dass das Apartment 303 ist, ja. Was macht sie in dieser Welt? Ist sie ja gar nicht. Vielleicht sie merkt das ja gar nicht, vielleicht. Vielleicht sehen wir sie nur. Und ich nehme jetzt seinen Revolver. Maximal 6 Kugeln. Einfach zu verwenden. Mittlere Durchschlagskraft. Okay. Und dann steht er hier und das sind blutige Herren. Was? Da sind blutige Herren unter Wäsche und ein abgerissener Hemdärmel im Müll. Und das ist alles vollgeblutet. Ist egal, ja? Wo ist das Telefon? Zeig dich, Telefon. Golfschläger. Nehmen Sie den Putter. Hab einen Putter. Golfschläger. Wirkungsvoll einfach zu wenden, könnte aber leicht brechen. Ja, weiß ich. Hätte ich auch lassen können. Macht nur mein Inventar voll. Was? Da ist noch eine Uhr. Kein Telefon. Ich werde verrückt hier. Aber immerhin haben wir gesehen, wo der Typ jetzt stand. Das ist schon gruselig. Ja, ich weiß noch nicht, wieso er darauf kommt, dass sie in der Welt ist. Ich meine... Es klingt schon wieder, als wäre es hier um die Ecke. Ist es aber gar nicht. Schweinebacken. Warum? Ich muss noch weiter forschen. Irgendwann finde ich den Raum. Es gibt's doch nicht. Also hier auch nicht. Darf mich von der Geräuschkulisse nicht irritieren lassen. Wir müssen noch auf die andere Seite. Da sind auch noch ganz viele verschlossene Türen. Vielleicht habe ich da ja mehr Glück. Vielleicht hört es dann mit den Geistern auch auf. Boah, ist das laut hier. War ich hier schon mal drinne? Nee. Geh rein da. Geh rein! Okay. Keine Geister in Sicht. Bitte, bitte lass es dabei bleiben. Hast du hier einen Energy Drink? Nee. Es ist einfach nix. Hier ist doch ein Telefon. Geh ran. Aber warum kann das nicht das Telefon sein? Warum? Also das ist es auch nicht. Scheiße. Hier kann ich auch irgendwie nicht durch. Ist ganz komisch aufgebaut hier das Apartment. Was ist mit den Brettern? Kannst du da... Nee. Und sonst ist hier nichts. Also ich komme hier nirgendwo lang. Nee, ist alles vollgestellt. Hier ist auch nichts. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Ein Nichts-Apart... Nein, nein, nein! So, war ich hier links? Nein. Mach mal auf hier. Rein mit dir. Oh, die Geister kommen. Nein! Lass gut sein. Lass... Scheiße. Die sind so penetrant. Ja. Endlich. Jetzt kann ich mich in Ruhe hier umgucken. Und dann muss ich mir das Schwert aber gleich wiederholen.
Boah, das ist aber laut hier. Ist es nicht hier? Komm, lass das Telefon hier sein. Hier ist es auch nicht, ne? Aber du guckst hier so hin. Da ist eine Dose mit Insektenspray. Ja, ich nehme die mit. Okay. Jetzt habe ich bestimmt das Problem, dass man in der Kiste eine ungeöffnete Flasche... Was mache ich denn mit dem Insektenspray? Schau dir die leeren Flaschen an. Puh, dieser abgestandene Alkoholgeruch. Ich habe jetzt das Problem, dass mein Inventar voll ist. Aber ich habe es endlich mal geschafft mit dem blöden Geist. Ja, mehr kann ich nicht tragen. Toll. Blutbeflecktes Hemd. In der Tasche ist ein fetzenrotes Papier. Das ist die andere Seite. Oh, wir müssen zurück. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in die andere Welt zurück. Er liegt ja hier gerade. Und dann holen wir uns das Papier und das Schwert. Das machen wir mal so. Ich muss hier eh nochmal durch, aber dann gehe ich mal einmal zurück und ich muss mir den Raum merken. 203. Ja. Komm, kriegen wir hin. Und ich meine, unten war doch ein Loch, ne? Ja, da unten ist es ja. Dann gehen wir einmal nach Hause, packen den Golfschläger weg und so. Ignorieren die gruseligen Geräusche und ja, holen uns den Kram wieder. Ich könnte natürlich auch die Puppe in die Kiste packen, aber ich weiß halt nicht, wann ich als nächstes die Puppe brauche. Und dann sehe ich das schon kommen, dann packe ich sie in die Kiste und brauche sie wahrscheinlich. So läuft das. So, kannst du das lesen? Bestimmt, ne? Rotes Papier. Ich hob den Schlüssel auf, den Aline aus 303 wohl fallen gelassen hat. Ich wollte ihn ihr zurückgeben, aber sie war nicht zu Hause. Ich werde ihn wohl dem Hausmeister geben. 20. Mai. Aha. Also hat der Hausmeister den Schlüssel von Aline. Aber wir haben doch jetzt den Schlüssel. Warum? Naja. Weiß ich auch nicht gerade. Das packst du mal weg. Die anderen Sachen lässt du drinne. Ach, wir haben jetzt eine Menge Waffen. Dann packe ich den Aluminiumschläger dann auch einmal kurz weg, auch wenn die Axt halt kurz ist. Und dann haben wir ein bisschen wieder Platz. Weiß nicht, wozu die Puppe ist. Und Erster-Hilfe-Kasten lasse ich auch vorsichtshalber mal drinne. Dann haben wir zwei Plätze wieder frei. Ja. Are you yearning? Nein. Wir sehen uns nach keinem speziellen Ort gerade. So. Hier gibt es gerade wahrscheinlich nicht viel zu sehen. Aber auf der Seite waren wir ja dann gerade. Dass wir da, wo das gerade so ein bisschen leer ist, da waren wir drinne und haben hier reingeguckt. Das ist auch irgendwie strange. Da ich wieder ein bisschen was geschafft habe. Speichere ich mal wieder zwischendurch. So. Und dann gucken wir jetzt nochmal durch den Stuhl. Ja, gucken wir mal erstmal zu Aline. Ich glaube, Aline ist immer noch am Nägel lackieren, weil da ändert sich, ja, es ändert sich erst die Szenerie, wenn wir ein Stück weitergekommen sind in der Parallelwelt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass hier jetzt auch wahrscheinlich nichts ist. Er macht seinen Kontrollgang. Der Frank Sunderland. Und wir kontrollieren jetzt auch mal, ob wir, ja, weiterkommen. So, geh durch das Loch wieder zurück. Und dann holen wir uns unsere Sachen. Das Telefon klingelt, ist so anstrengend. F und ich wollte nach links, ne? Was habe ich mir gemerkt gehabt? Nein, ich wollte zu 203. Also nach rechts. So, hier müsste ein Geist sein und du hast gar keine Waffe aus
gedingst. Kannst du das nochmal eben machen? Dankeschön. So, jetzt laufen wir hier durch. Wozu brauchen wir Insektenspray? Ist auch die Frage. Warte, ich hole mir mal erstmal das hier aus dem Kittel. Rotes Papier. Dankeschön. Nur ein Fetzen rotes Papier, auf dem nichts steht. Werde es unter die Tür von Apartment 302 stecken. Jawohl. Und das nimmst du auch bitte mal wieder weg. So, der steht jetzt wieder auf, also schnell weg. Raus hier. So. Jetzt wollen wir uns umdrehen und die anderen Türen abklappern. Ey. Das ist so nervig. Ja, das Telefon. Heben Sie ab, ja. Es ist niemand dran. Oh. Endlich hat's aufgehört. Endlich. Heißt das, wir sind die Geister los? Das Bild zeigt einen jungen Mann. Oh, endlich haben wir das Telefon ausgekriegt. Das hat mich richtig genervt. Die Notiz sagt 107. Er hört immer tolle Musik. Aber er tut mir leid, weil er unter Braintree wohnen muss. Ah, so. Ja, jetzt ist das, glaube ich, so. Das Bild zeigt zwei Erwachsene und viele Kinder. Die Notiz sagt 206. Wie können die nur mit so vielen lärmenden Kindern schlafen? Abgesehen davon müssen sie neben Braintree wohnen. Also der Braintree ist anscheinend nicht so ein toller Wohngast und man erfährt jetzt hier mehr über die Bewohner auch, was ich sehr, sehr cool finde. Dass man über alle so ein bisschen was erfährt. Das Gemälde zeigt eine Schwester. Auf der Notiz steht 106. Mein wunderschöner Schatz. In letzter Zeit wurde sie von einem Stalker belästigt. Warte, das ist doch die Schwester. Das ist die Rachael. Und die wurde dann von dem Mike belästigt. Der mit den Briefen. Und dann wurde sie getötet, ne? Und ist dieser Braintree dann vielleicht Mike? Das Gemälde zeigt eine mollige Frau. Notiz sagt 204, sie isst immer irgendwas. Aber ich wünschte, meine Freundin würde so gern kochen wie sie. Ein altes Paar? 304, ein ruhiges, liebes, altes Paar. Ach. Das sind die Menschen, die hier alle gewohnt haben oder wohnen? 102, sie liebt Katzen zu sehr und verpasst ihre Chance zu heiraten. Eine Weile tat sie mir leid, als sie um eine ihrer roten Katzen trauerte. Och, eine Frau mit Katzen, ja. Das bin ich. Endlich hat es ja aufgehört. Boah, und das ist die Rachael hier, die gemalt wurde. Aha. Also wir sind jetzt in 202 und hier wohnt ein Maler. Finden wir auf seinem Malertisch denn irgendwas Sinnvolles noch? Nee. Er guckt aber auch nirgendwo hin. Warum ist das Telefon hier? Aber dann ist... Das Gemälde eines Mannes, der Alkohol trinkt. Die Notiz sagt 203. Er ist so laut, ich wünschte, er würde mit dem Trinken und Streiten aufhören. Die Frage ist aber, ist der Maler nicht dann der Stalker von Rachael? Und wir sind in seinem Apartment. Ich weiß es auch gerade nicht. Das muss Richard Braintree sein. Die Notiz sagt 207. Braintree, dieser Arsch. Er schreit immer die Kinder an, insbesondere diesen seltsamen Jungen, der immer herumhängt. Aber er holte Mike in seine Wohnung und zog ihm die Haut ab. Darum ist er mein Held. Also ist Braintree nicht Mike. Und der hat dem die Haut abgezogen. Das Gemälde zeigt einen Mann mit Pistole, 101. Ein Waffenfanatiker, aufgrund seiner Katzenallergie hustet er immer. Die Waffe, die haben wir von ihm? Das Gemälde, ja. Er ist so laut, ich wünschte, mit dem Trinken aufhören. Wen haben wir noch? Das muss der Hausmeister sein. 105. Sunderland, der Hausmeister. Er dachte fälschlicherweise, dass Mike Rachaels Geliebter sei. Ach so, das war nur ein Missverständnis. Das Gemälde zeigt einen Mann mit einem Pornoheft. Ach, da waren wir auch schon. 301. Der perverse Stalker. Er bekam, was er verdiente. Oh, okay. Ja, man muss jetzt halt die Leute miteinander kombinieren. Das muss der Typ sein, der Videospiele spielt. 205, da waren wir auch. Er schließt sich immer in seiner Wohnung ein. Sieht aus, als hätte er viele seltsame Interessen. Ich hörte, er nahm auf Band auf, wie Mike von Richard zusammengeschlagen wurde. Da müssen wir das Band noch finden. Oder nicht? Haben wir aber nicht. Da war doch nichts. Ich hörte, er nahm das Band auf, wie Mike von Richard zusammengeschlagen wurde. Oder wir finden auch nichts. Dann, warte mal, welches Zimmer war das? 205.
Eventuell dann nochmal in 205 laufen. Eigentlich müsste ich mir das aufschreiben. Ich kann mir das immer nicht merken. Hat es denn jetzt aufgehört mit den Geistern und... Oh Gott, endlich hat das Telefonklingeln aufgehört. Fest zu. Okay. Das ahnt ja auch keiner, dass es hier steht. Und der wohnt unter Braintree. 107, also 207 müssten wir dann nochmal hin. Und was hatte ich jetzt gesagt? Ich habe das schon wieder vergessen. 207 müssen wir rüber und... ja, 207. 301. Das war aber nicht, was ich mir merken wollte. Der mit dem Videospiel, 205. Boah, ich schreibe mir das jetzt auf. Ist mir zu kompliziert, diese ganzen Hausnummern, Zahlen, Kram. 207 erstmal. Und dann 205. Das ist doch aber hier um die Ecke dann. Kann man sich eigentlich merken? Tue ich aber nicht. So. So, jetzt ist die Frage. Am Ende des Ganges könnte man ja auch noch mal gucken. Lauf mal nach links, wenn wir schon mal hier sind. Ach, da ist noch ein Geist. Schön, sehr schön. Lass mich bloß in Ruhe. Auf Wiedersehen. Oh nee. Oh nee. Nein. Oh, das ist so kacke. Ja, hast du es dann mal. Rein damit. Ja, dich. Nein. Mach die Viecher platt. Mach die Viecher platt. Haben wir alle? Jetzt kann ich mich wieder in Ruhe umschauen. Wieder Geister. Schade leider. Ich habe gehofft, es hört auf. Die Schrift ist ganz verschwommen. Ich kann das nicht lesen. Okay. Was sind das immer hier für Fahrstühle? So eine Dinger verstehe ich auch nicht. Okay. Ja. Röchel dich ruhig aus. Du wolltest mich doch nur wieder ärgern hier. Was sind das für Löcher? Das erinnert mich irgendwie an den Raum mit den Löchern aus Silent Hill 2. Mit. Wie hieß sie noch? Weiß ich gerade schon wieder nicht mehr. Hier war jetzt echt nix. Toll. Und dafür die ganzen Monster und Gegner. Voll gemein. Das gibt's doch nicht, echt. Das gibt's doch nicht. Voll sinnlos. So, was hatte ich jetzt gesagt? 205 und 207. Aber das haben wir beides nicht hier auf der Seite. Wir müssen also auf die andere Seite. Ja. Schon klar. So. Also die nächste hier jetzt links. Das ist der Raum mit Videospielkram, ja. Und du guckst tatsächlich hier noch hin. Du kannst es nicht tragen. Warum nicht? Verdammt. Warum denn schon wieder nicht? Ich brauche das Band. Ich brauche das Band. Kann ich mal durch? Ich brauche das Band, muss aber zurück, ne? Aber was kann ich denn hier wegpacken, damit ich tragen kann? Also ich brauche die Sachen auf jeden Fall. Die Frage ist aber auch, wenn ich ein Videoband habe, wo kann ich es dann gucken?
gehen mal wieder zurück. Das Telefonklingeln hat ja immerhin jetzt aufgehört, aber es ist doch schon etwas anstrengend hier und zieht sich gerade ein bisschen hin mit den Räumen. Ich glaube, im Videoraum hat er ja auch einmal schon im Spieldingszimmer hat er auch gesagt gehabt, ne? Dass er das nicht tragen kann, aber ich habe es nicht behalten, dass ich nochmal Platz dafür brauche. Und jetzt hätte ich natürlich auch was unter die Tür stecken können. Dann hätte ich wenigstens Zettel loswerden können, den hier. Und dann hätte ich nämlich auch den Platz gehabt. Pustekuchen. So, kannst du das mal ausrüsten? Nein, natürlich nicht. Kannst du das... Ja, das hast du gemacht. Das ist schön. Aber irgendwie... Wir müssen... Ich pack mal die Puppe einmal weg, damit ich ein bisschen Platz habe. Und den roten Zettel packe ich dann auch weg. Dann haben wir zwei Plätze frei. Immerhin. Ach so, nee. Und weil ich gerade sehe, wir sind ja schon wieder bei 21 Minuten, gucken wir uns hier nochmal im Apartment um. Aber es wird sich nichts groß gehen. Ich glaube nicht. Nein. Und Walter hat uns gesagt, wir sollen nicht rausgehen. Frage ist immer noch, warum? Warum will er nicht, dass wir rausgehen aus unserem Apartment? Vielleicht, weil er seine Morde weitermachen will, ungestört? Oder, und was ist mit dem Kind? Ich denke mal, es ist dasselbe Kind, was, wollte ich auch noch sagen, das Kind, was erwähnt wurde mit der Nabelschnur vom Hausmeister, das, was hier rumlungert und so. Das, was irgendwie zurückgelassen wurde von den Eltern, die ja einfach ohne das Kind abgehauen sind. Da stellt sich natürlich die Frage, warum haben die Eltern das gemacht? Wahrscheinlich hatte das Kind vielleicht was Böses an sich oder so. So würde ja in die Welt von Silent Hill passen, sodass sie das nicht mehr haben wollten. So meine Theorie. Und dann haben sie das zurückgelassen und das könnte ja dasselbe Kind sein, was wir auch schon gesehen haben. Und wenn das aber Walter ist, ja, dann gibt es einen Erwachsenen-Walter und einen Kind-Walter. Oder es ist das Kind-Walter und es ist so wie bei Lucius, es ist so ein Lucifer-Kind und der macht die ganzen Morde. Also, dass man das so denkt, ach, das ist ja nur ein Kind, aber vielleicht ist der so ein kleiner Junge, der nicht älter wird und so ganz klischeehaft irgendwie. So stelle ich mir das vor. Aber ob es dann wirklich so ist, das sehen wir dann. Vielleicht im nächsten Part. Oder auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir die Sachen holen, roten Zettel reinstecken. Es gibt immer was zu tun hier in Silent Hill. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr im Moment so denkt. Was so eure Theorien vielleicht auch sind. Wer ist das Kind? Wer ist der Mann am Fenster gewesen, der auch auf einmal verschwunden ist? Will der Eileen beschützen? Ist der auch böse? Ja, wir hatten die Theorie schon, jeder hat Schuld in Silent Hill, aber alle Hintergrundgeschichten kennen wir nicht. Und über den Hausmeister haben wir so ein bisschen eine Verbindung, weil wir halt James schon gespielt haben in Silent Hill 2. Und da wissen wir halt, alles klar, der Vater hat da auch so einen Hang zu gehabt hier zu der Welt. Und er streitet sich immer im Flur mit jemandem, wir wissen nicht wer. Das ist auch noch offen, die Frage. Viele offene Fragen. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.